Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Nein, ich bin natürlich nicht besoffen. Ich fahre nur ein bisschen scheiße heute. Und habe hier den Radlader im Follow-Me-Mod laufen. Und irgendwie fährt er sich immer fest. Ich fahre aber auch bescheuert, weil ich irgendwie viel zu viel auf den Radlader achte. Hat das geschafft bisher? Ja, bisher hat er es geschafft. So. Und wir stellen uns jetzt hinter den... Ja, ich will nicht so schnell fahren. Seht ihr? Ich weiß nämlich nicht, wie... Es ist ja auch ein cooles Bild. Ich weiß nicht, wie schnell der Radlader fahren kann. Und bevor ich den dann gleich vermisse, fahre ich lieber nur ein bisschen langsamer. Hinterher. Und sehen mal zu, dass wir hier vernünftig Richtung Hof kommen. Hier wir den Terrados vorwegfahren lassen. Der muss auf jeden Fall gewaschen werden. Erstmal muss ich hier den Abfahrer hinlassen, Kurs löschen, Motor anmachen und dann kann ich losfahren. Ich fahre hier über die BGA. Einfach damit ich Platz habe. Und nicht irgendwie irgendjemand im Wasser landet. Kommen wir hier bei der Kompostfabrik vorbei. Bloß nicht darunter durchfahren, nicht dass sich der Anhänger mit 0% Kompost füllt, wie gerade eben der andere Anhänger. Und ich dann da stehe und das Zeug nicht mehr rauskriege. Wäre ja sehr doof. Das heißt gerade eben in einer der anderen Folgen. Ja, also ich habe einen Anhänger, 75.000 Liter Kapazität. Und der hat 0% Kompost drin. Zeigt mir aber an, er hätte Kompost drin, aber eben nur 0%. Und ja, das ist sehr ärgerlich. Weil ich kriege das nicht leer. Auch mit hier abladen kriege ich es nicht leer. Ich muss gleich mal irgendwo an eine Kompostverkaufsstelle fahren und da dann 0% Kompost verkaufen. Wir haben die 4-Millionen-Grenze überschritten. Ach, was ich erst noch hätte machen können, ich hätte erst noch eben... nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Hätte ich gleich erst noch eben da oben den, die Sämaschine schon mal auf den Weg schicken können, dass wir Raps ansehen, aber das Feld ist ja schnell gesät bei der... bei 15 Meter Arbeitsbreite. Da geht das ja recht fix. Wasser wird aufgefüllt ohne Ende bei der Fabrik, bei der Zuckerfabrik, damit auch ja alle Rüben verarbeitet werden können. Ja, und den Zucker müssen wir mal schauen. Also wenn jetzt die Brennerei, wenn die noch genug Zuckervorräte hat, dann verkaufe ich den Zucker. Wenn die Brennerei allerdings noch alle anderen Vorräte hat, nur keinen Zucker mehr, dann bringe ich den Zucker natürlich zur Brennerei, wenn wir die anderen Vorräte auch möglichst aufbrauchen. Und ja, die kann im Moment sowieso nicht produzieren. Korn und Obstler ist voll. Da werde ich gleich erstmal schön eine Verkaufsaktion starten. Und mir ein bisschen was in die Tasche packen von dem Geld. So. Angekommen am Hof.
raus aus dem Follow Me. Auch wenn wir die hier nochmal brauchen, nachher, um die Ernte abzufahren. Wir machen ja eine Erntesaison, machen wir noch auf dieser Map. Stelle ich den erstmal so dahinter. Ja, aus geht er gleich. Und dich nehme ich auch mal aus dem Follow Me raus, stelle dich aber nicht dahinter. Dich stelle ich mal schön hier zum Mist. Weil dann können wir nämlich gleich nochmal Mist wegfahren. Auch wenn wir das im Moment nicht brauchen. Ich hatte auch mal so einen Mod, der mir anzeigt, wie der Stand der Schaufel ist. Also nicht der Füllstand, sondern der, wie hoch und in welchem Winkel die Schaufel ist. Boah, den gibt's wohl nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich kann auch erstmal eigentlich die Seemaschine auf Stand bringen. Aber jetzt bin ich gerade hier. Und jetzt holen wir uns erstmal den Rest. Nicht den Rest, aber holen uns erstmal noch wieder ein bisschen. Ja, ich kann gar nicht so schnell abfahren, wie das Ding hier produziert. Ich habe hier eine Kapazität von 300.000 Litern. Ein Anhänger schafft 75.000. Ja, den habe ich gerade weggefahren und ausgeladen, verkauft und schon stehe ich wieder da. Ah, hier ist immer noch was. Ich fahre damit gleich mal zum Hafen, glaube ich. Achso, was habe ich denn? Habe ich denn hier sonst alles zur Produktion? Ja, habe ich. Sehr schön. Das Speiseöl brauche ich ja auch immer. Ja, okay, alles klar. So. Den wollten wir eigentlich. Zack, weg. Nicht schön. Also hier gehe ich nochmal bei. Da könnt ihr mir mal glauben. Also das ist ja hier gar nichts. Ihr seht, was ich meine. Da muss ich leider noch mal eben von Hand nacharbeiten. Nützt nichts. Kann ich mir nicht verkneifen. Also er muss ja nicht immer komplett in die Ecken rein. Ne? Aber das hier geht gar nicht, was er hier gemacht hat. Das halbe Feld nicht gesät. Gefühlt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber. Also gerade hier vorne, wo sogar noch Rüben stehen, finde ich das extrem peinlich. Ja, dann haben wir noch drei Ecken, wo wir das machen müssen. Ja, und je mehr Vorgewände ich fahre, umso schlimmer wird das. Aber ich meine, ja, ich weiß, es gibt hier die Möglichkeit, auch scharfe Ecken zu fahren. So hieß das in der letzten Cosplay-Version, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas jetzt mit dieser Einstellung mit Islands ist, was ich hier gesehen habe. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Muss ich schauen, wahrscheinlich.
Diese scharfen Ecken, die Einstellung ist weg. Weil das ist ja dann doch schon einiges an Raps, was wir dann nicht hätten. Komisch, ne? Hier in den Ecken? Hier in der Ecke ist das nicht. Hier in der Ecke sieht's gut aus. Ja, bis auf da vorne. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Schon komisch. Gleich sind wir hier fertig und dann setzen wir uns aufs letzte Feld und machen da weiter. Das ist ein Baumarkt, aber die Werbung, die man da sieht, erinnert mich echt voll an Mediamarkt. Täuscht das oder ist das so? Letztes Feld, Raps aussehen, nicht ernten. Raps, ab geht's dann. Zu sagen. Wir fangen hier mittendrin an. Mich hier mal so hin. Kursberechnung, das ist für mich Feld 27. Bis 27 gehen die Felder ja nur. Aktuelle... Ja, 5 ist vielleicht übertrieben. 4. Berechnen. Das ist der Kurs. Einstellen. Dann soll das wohl jetzt funktionieren. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt erstmal eben zur Brennerei und gucke erstmal, wie das da mit den Rohstoffen aussieht. Naja, ich sehe ja, dass ihr nicht. Was haben wir denn hier noch? Leere Paletten haben wir noch, Kartonpaletten haben wir, Getreide haben wir, Wasser haben wir, Zucker haben wir. Produziert nur nicht, weil er voll ist. Ja, das können wir ja gleich ändern. So, und da drüben. Frage, ob er noch Obst hat. Ja, hat er auch noch. Hat er auch noch. Ganz viel noch. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt. Auf jeden Fall hier mal meinen MB-Truck. Zucker können wir also alles verkaufen, was wir an Zucker haben. Ich hole mir jetzt hier meinen Trailer und bringe erstmal Schnaps weg. Hier wird jetzt erstmal Schnaps verkauft. Kann ich mal hier dieses Display wegmachen.
Okay. Ja, das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mich abonniert oder mir einen Kommentar da lasst. Finde ich alles richtig spitze. Wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, ciao!